Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid im Bastelzimmer von Ostfriesland. Ich bin Yvonne von Papillon und wir basteln heute eine abgewandelte Art dieser Karte, beziehungsweise keine abgewandelte Art, sondern einfach mit anderen Farben, damit ihr seht, wie unterschiedlich Farben wirken können. Und ich würde sagen, dann legen wir auch direkt mal los für die ganz Ungeduldigen. Wir werden hier ich einen Magneten verwendet. Wir werden heute allerdings mit einem Band arbeiten. Ihr seht schon, hier könnt ihr auch noch einen Gutschein oder einen Tag einsetzen und die basteln wir jetzt. Zunächst mal braucht ihr natürlich wieder Material, ist ja klar. Wir haben hier einmal Savanne mit dem Maß 26,5 x 14. Dann braucht ihr Folgendes. Ich habe hier die naturverliebten Kreise benutzt. Davon habe ich diesen mit diesem Rand genommen. Und das ist der größte dieser Art. Den habe ich hier, wie gesagt, genommen und in Grundweiß ausgestanzt. Dann hatte ich noch einen Rest in derselben Größe. Und den brauchen wir nachher zum Einzeichnen. Außerdem brauchen wir noch Farbkarton in Grundweiß mit dem Maß 13 mal 13. Ich blende euch das, wie ihr sehen könnt, aber auch alles hier nochmal ein. Den hatten wir schon. Dann braucht ihr noch Grundweiß mit dem Maß 3,5 mal 8,5. Einen Farbkarton Grundweiß, davon einen Rest, um diesen Tag auszustanzen. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Bäumchen. Da werde ich heute die fröhlichen Bäume inklusive der Stanzformen fröhliche Bäume benutzen. Und da habe ich jetzt schon ein paar ausgestanzt. Abgestempelt habe ich die Bäumchen in Faungrün. Das ist dann einmal der erste Abdruck, das ist der zweite Abdruck. So bleiben wir ganz schön in der Farbfamilie und das Ganze wirkt harmonischer. Das habe ich mir in verschiedenen Größen ausgestanzt. Also einmal den größten und dann habe ich hier einmal die vier Zweige und die Dreier Höhe. Das habe ich mir jeweils ausgestanzt. Ihr braucht demnach natürlich auch dreimal die Stempelabdrücke in Faungrün mit dem ersten Abdruck und dreimal mit dem zweiten Abdruck. Fangen wir zunächst einmal mit der Grundkarte an. Da nehmen wir uns das Savanne jetzt. Ihr braucht jetzt auch euer Schneid- und Falzbrett. Das legt ihr euch jetzt hier an der langen Seite bei 14 cm einmal an und falzt das Ganze. Und jetzt haben wir die 14 cm Falz liegt jetzt hier und der Rest liegt auf der anderen Seite. Ich zeige es euch auch noch mal. Also die kleinere Seite zeigt jetzt nach rechts und da gehen wir jetzt auch her und machen uns eine Markierung. Gar nicht wahr? Doch, machen wir wohl. Ich bin mir noch nicht so eins. So. Und zwar machen wir uns bei der Mitte bei 7 cm hier am Rand eine Markierung. Sowohl unten bei 3 cm. Und natürlich auf der anderen Seite auch bei 3. Dann braucht ihr nochmal euer Schneid- und Falzbrett und legt euch jetzt die Markierungen jeweils in die Mitte der Schneid- und Falzrille ein, sodass das schön mittig da drinnen liegt. Und dann schneidet ihr das einmal ab. Das macht ihr auf der anderen Seite genauso. Und wenn ihr da noch hier Reste vom Bleistift habt, dann radiert euch die jetzt eben einmal weg. Und jetzt könnt ihr das Ganze hier einmal nachfalzen. So, dann haben wir den ersten Schritt. Jetzt gehen wir her und nehmen uns den Farbkarton in Grundweiß mit Maß 13
mal 13, nehmen uns jetzt den Dummy. Den lege ich mir jetzt hier einmal mittig auf, sodass es zu allen Seiten ungefähr denselben Abstand hat. Nehme mir wieder einen Bleistift und mache mir eine ganz leichte Markierung hier. Also es muss wirklich nicht fest sein. Das müssen wir nachher sowieso alles wieder wegradieren. Der gilt jetzt im Moment wirklich nur als Linie da, wo wir stempeln können. Also das bleibt nicht permanent. Jetzt habe ich mir aus dem Stempelset Fröhliche Bäume ein paar Stempel ausgesucht. Und zwar sind das einmal die Sterne und auch Weihnachtskugeln. Den Spruch, wir senden euch Liebe zum Grü und Grüße zum Weihnachtsfest. Als auch den Spruch für dich und die Deinen. Die lege ich mir jetzt erstmal hierher. Ich brauche natürlich ein Sabbelpapier, ist klar. Da haben wir schon eins. So, ich nehme mir jetzt erstmal nur die Steine. So, die Sterne, nicht die Steine. So. So, nehme mir das Rosa, die rosa Stempelfarbe und gebe mir jetzt außerhalb des Kreises hier. Stempel ich mir das jetzt alles einmal ja, in so einem Abstand eurer Wahl. Stempelt euch da die Sternchen auf. Schaut, dass ihr überall was habt. Auch ruhig über den Rand hinaus. So, und wenn ihr das alles gestempelt habt, dann könnt ihr euch jetzt die Markierung auch schon wieder wegradieren. Das war wirklich nur zur Orientierung gedacht. Dann können wir das hier auch schon in diesen Bereich einkleben. Dafür nehme ich mir den Flink und Fest und gebe mir hier auf der Rückseite ein paar Streifen auf. Und jetzt müsst ihr einfach nur den Abstand nehmen. Ich gehe jetzt hier ganz vorsichtig einmal rein und schaue links und rechts nach dem Abstand. Was brauche ich da? Leg mir das wirklich nur so an mit der Spitze und schau, ob ich oben und unten den gleichen Abstand habe und schaue, dass ich den dann hier ebenfalls habe. Ups, jetzt habe ich mit den Fingern geklebt. So, dann drücke ich mir das hier fest und lasse das einfach nur runterfallen und dann ist das in der Regel mittig. So, jetzt braucht ihr noch mal den Bleistift. Jetzt müsst ihr euch hier noch mal so zwei Striche machen, damit ihr wisst, bis wohin dürfen die Elemente gehen. Dann nehme ich mir für die Front den weißen runden Kreis und schaue, dass ich jetzt hier möglich den selben Abstand habe, also hier, hier und hier, oben und unten. Und auch hier gebe ich mir jetzt noch Kleber auf. In diesem Fall nehme ich jetzt Tombow. Da ist mir das irgendwie mit der Spitze nicht richtig gelungen. Da muss ich noch mal ran. Das ist nur ein Müh gewesen. So, jetzt haben wir da auch eine Spitze. Perfekt. Jetzt nehme ich mir die Bäumchen, die ich bereits gestempelt habe. Ich glaube, das wird es jetzt werden. Und zwar werde ich mir den dunklen jetzt zuerst aufkleben. Und zwar unten versuchen, den Kreis zu überdecken. So. Links natürlich nicht über die Karte kommen, sondern auf dem Kartenbereich bleiben und dann einfach ablegen und glatt streichen. Ein bisschen anders verhält sich es jetzt hierbei. Hier schaue ich jetzt natürlich auch, dass ich den Kreis möglichst mit dem Baum bedecke. Und hier gebe ich auf der linken Seite, wenn ich es umdrehe, natürlich auf der rechten Seite, bringe ich Tombow auf. Und hier auf der Seite und beziehungsweise auch auf der Spitze, da kommen jetzt Dimensionals. Dafür nehme ich unseren Aufhebhelfer
und kann mir die jetzt hier so abziehen und aufkleben. Wirklich nur am Rand. Die Schutzfolie einmal abziehen. Und dann, wie gesagt, unten schauen, dass ihr den Kreis nicht mehr seht, dass ihr ein bisschen gerade seid mit den Bäumchen. Und das Ganze einfach nur ablegen. Und hier auf der linken Seite dann das aufkleben. Beziehungsweise jetzt habe ich was falsch gemacht. Die Bäumchen hätten eigentlich erst später gedurft. Ich schaue mal, ob ich es noch abkriege. Jetzt ist es ja noch ganz frisch. Ganz vorsichtig. Aufpassen. Was wir jetzt machen, wir nehmen uns jetzt noch mal das Stempelkissen in rosa und die Sterne in rosa und bringen jetzt hier einfach noch mal so ein paar Dots auf. Das haben wir auch. Jetzt müssen wir nämlich erstmal unser Band nehmen und das Ganze hier drüber legen. So, dann muss nachher natürlich auch noch eine Schleife gemacht werden. Also sind wir heute ein bisschen großzügig. So, und jetzt lege ich mir das hier her. Schau, dass ich auf der rechten Seite gleich bin. Und da könnt ihr die Spitze als Orientierung nehmen. Da ist dann der Mittelpunkt der Karte. Jetzt lege ich mir einfach hier ein Stempelkissen hin. So. Und jetzt kleben wir die Bäumchen nochmal auf. Dann habt ihr den Faden dann auch direkt mit verklebt und habt damit Halt geschaffen. So, und jetzt schauen wir, dass wir die alten Stellen wieder erreichen. So. Einmal. Und hier auf der einen Seite, also die müssten eigentlich noch kleben, die Dimensionals. Ansonsten gebt euch da nochmal Glue Dots auf oder ein bisschen Klebstoff. Geht auch. Verteilt euch den nochmal. Wie gesagt, wenn ihr merkt, dass da gar keine Klebefunktion mehr ist, dann macht ihr das am besten so. Und dann setzen wir das hier wieder auf. Legen uns das Band wieder gerade zur Mitte und kleben das Ganze wieder fest. Manchmal braucht es halt ein paar Zwischenschritte. So. Jetzt gehen wir zur Mitte. Ich habe jetzt hier gerade einen Trinkspruch im Kopf, den möchte ich aber nicht näher ausführen. Da nehmen wir uns jetzt das Grundweiß 3,5 mal 8,5 und nehmen uns jetzt hier in diesem Fall die Weihnachtskugeln, nehmen uns das Faungrün. Und stempeln jetzt hier so ein bisschen das Ganze ab. Und hier vielleicht hier oben noch mal eine Kugel. Und da unten. Was haben wir sonst noch? Dann nehmen wir die noch. Dann haben wir überall ein paar Kügelchen. Und dann kommt noch mal ein bisschen rosa. Heute wird es dann noch mal ein bisschen farbig. Ich war auch erst am Überlegen, ob ich statt Savanne vielleicht auch eine rosa Grundkarte nehme. Aber das wäre mir, glaube ich, too much geworden. Ich meine, das ist auch eine sehr schöne Farbkombi. Jetzt nicht falsch verstehen. Aber das ist natürlich auch schon mal so eine Aussage, ne? Das ist nicht für jedermann was.
So, dann haben wir die auch fertig. Und hierbei mache ich jetzt Folgendes, dass ich an drei kurzen und einer langen Seite einmal einen Streifen mit Tombow aufbringe, ganz am Rand. Das muss auch gar nicht viel sein. Das muss einfach nur so, ja, es muss halten. Und da könnt ihr das dann ein bisschen verteilen, so dass ihr sagt, okay, jetzt wird es wohl reichen, um da so ein Tag zu halten. Das muss ja jetzt auch nichts Schweres halten. Es muss halt nur fixiert sein. Und dann nehmt ihr euch die Karte und legt euch das hier unten bündig zu diesem Rand einmal hier aus und zu den beiden Seiten, also dass ihr praktisch hier von der Falz gleich weit weg seid wie auf der rechten Seite. Und zum Rand unten auch gleich. Dann habt ihr ein schönes einheitliches Bild. Nehmt es euch zur Not auch noch mal hoch und schaut es euch an, ob das jetzt auch gerade ist. Und fixiert das Ganze. Dann haben wir ja noch das Tag. Das nehmen wir uns jetzt auch noch zur Brust. Da fangen wir jetzt noch mal an und stempeln in Faungrün. Mit den Weihnachtskugeln. Weiß gar nicht, warum ich heute so Schwierigkeiten habe mit der Wortfindung für die Weihnachtskugeln. Vielleicht bin ich noch nicht genügend weihnachtlich angehaucht heute. Kann natürlich sein. Hier nochmal um eine Ecke. So, das passt. Da gehe ich auch jetzt nicht. Oder gehe ich doch noch? Ja. Ich gehe dann doch noch mal mit dem Rosa, damit das dann alles auch zusammenpasst. Jetzt mache ich die Sterne noch da ein bisschen dazwischen. Lass mir das unten aber erstmal frei. Denn da soll jetzt gleich noch ein Spruch hin. Das lasse ich mir auch noch frei. Dafür brauche ich noch einmal Memento. Und dann nehme ich mir diesen Einzeiler und setzt den mir jetzt hier unten einmal rein. Das war jetzt ein bisschen schief. Naja, gut, okay. Ihr macht es natürlich ein bisschen eleganter. Jetzt kommen hier noch ein paar Sternchen drauf. Passt, wackelt und hat Luft. Das Memento lassen wir noch ein bisschen offen. Denn jetzt lege ich mir die Karte hier einmal her. Kleber einmal zumachen und nehme mir den etwas größeren Spruch, den wir ja auch noch haben. Den stempel ich mir jetzt mit Memento ein und schaue jetzt, dass ich mir den Spruch hier aufbringe, wo ich die Zeichnung eingesetzt habe, so dass ich weiß, da landet das Ganze. Ich bleibe links davor. Und schau, dass ich Richtung den Sternen nach oben gehe. Das hätten wir auch. Jetzt kann das auch einmal zu. Wir radieren uns das gleich noch weg. Wir lassen das erstmal noch ein bisschen trocknen. So, und jetzt habe ich ja noch hier die anderen beiden. Den großen Weihnachtsbaum und den etwas kleineren. Den klebe ich mir jetzt so auf, dass der untere Weihnachtsbaum wiederum nicht hier über die Markierung drüber kommt. Ihr könnt es auch noch mal umschlagen, damit ihr das genauer euch anschauen könnt. Und da werde ich jetzt erstmal den großen aufkleben, ganz normal mit Tombow. Auch hier achte ich darauf, dass ich jetzt nicht zu weit bleibe, dass ich auf dem Weiß hier bleibe, auf dem also innerhalb des Auflegers, der Mattung. Und hier machen wir das gleich genauso wie gerade eben. Schau, dass ich den Spruch jetzt nicht überklebe. Und das werde ich jetzt hier einmal mittig. Mache ich mir jetzt einfach nur Klebstoff hin und schau, dass ich mir das jetzt so ablege, dass ich hier nicht über die Markierung komme. Jetzt kann ich mir die auch schon
wieder wegradieren. Hier nehme ich mir jetzt nochmal aus dem feinen Geschenkpack im Kombipack das Rosa raus und nehme mir einfach hier so ein Stück von ab. Und gehe jetzt her und pack mir das einmal hier so durch. Ziehe mir das Ganze einmal nach oben und dann kann ich mir das dann immer noch in der Höhe kürzen. Dass es nicht über die Karte rüber guckt. Das wäre jetzt nicht schlimm, ne? Also nicht falsch verstehen. Hier könnt ihr dann immer noch persönliche Worte noch mal raufschreiben oder auch einen Gutschein verschenken. Und jetzt machen wir das Ganze einmal noch, verschließen wir das Ganze noch. So, ihr Lieben, das sind die Karten, die ich euch jetzt hier präsentieren möchte. Hier habe ich jetzt die Schleife fertig. Ich habe hier noch das Band zwischen zwei so Holzsternchen genommen. Ich finde, das passt super zu dem Savanne. Also, und hier ist es halt mit Bändchen. Und hier ist es mit einem Magneten. Da habe ich das Magnet einfach hier unter dem kleinen gesetzt, habe das festgeklebt, habe mir die andere Seite hier aufgelegt, also beziehungsweise hier unter dem weißen Kreis, habe das dann so geschoben, bis das anfing zu klicken, habe das dann festgeklebt und habe dann hier einfach eine kleine Schleife aufgesetzt. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, dann habt ihr das nicht mit dem Bändchen. Wobei ich das mit dem Bändchen auch richtig süß finde. Also, ja, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß heute. Und wenn ihr kennt das ja schon, wenn ihr noch Bestellungen haben möchtet, ab 60 Euro Bestellwert bekommt ihr alle PDF-Anleitungen von diesem Monat, also von September im Oktober, Anfang Oktober, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und Treuepunkte gibt es noch oben drauf, die könnt ihr sammeln und dann könnt ihr euch noch mal Produkte dann bei Erreichen aussuchen. Also vielleicht nicht zu verachten, denkt auch dran, es gibt den neuen Katalog, es gibt wieder einiges zu schnüstern. Meine Kunden haben das schon bestellt, beziehungsweise bekommen. Die hatten, alle, die jetzt in dem letzten halben Jahr für 60 Euro bestellt haben, bekommen automatisch bei neuem Katalog, bekommen die einen bei Neustart eines Kataloges bekommen die natürlich den Katalog nach Hause geschickt. Das wäre also praktisch jetzt, wenn ihr jetzt im September, Oktober irgendwann bei mir für 60 Euro bestellt, bekommt ihr automatisch im Januar den neuen Katalog zuzüglich zur Celebration-Broschüre. Also überlegt euch das vielleicht mal. Wenn ihr was bestellen wollt, denkt dran, den Gastgeberinnencode hier oben zu verwenden. Und wenn ihr noch Fragen habt zu Vergünstigungen, wie zum Beispiel die Sammelbestellung, was sind die Treuepunkte, dann schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da steht alles nochmal genau drin, beziehungsweise werdet ihr weitergeleitet zu meinem Blog. Da findet ihr alles, auch Fragen und Antworten. Könnt ihr da nochmal nachschauen und euch orientieren. Wenn ihr zum Beispiel einsteigen wollt, dann ist ja das immer eine gute Sache. Da steht dann auch nochmal alles dazu da drin in den Fragen und Antworten, was ihr zu berücksichtigen habt. So, genug gequatscht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Oder wann auch immer ihr mir zuschaut, bei dem nächsten Projekt würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Das war's von mir für euch für heute. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Dann basteln wir wieder gemeinsam. Bleibt bis dahin gesund und munter und bis dann. Tschüss!